Ja, meine Freunde, halli, hallo, es geht weiter in der Show und ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich glaube doch, ich weiß genau, da sind wir nämlich. So, ja. Wie laufe ich nochmal? Ach so, ja, gut. Wir haben gerade das Ding kaputt gemacht und würden sagen, reisen nun weiter in der Story. Die Frage ist, was müssen wir tun? So, was haben die gesagt? Die Hexe Dea, da waren wir als letztes. Die hat gesagt, Schiff der Weißen Seeds. Schiff der Weißen Seeds waren wir drauf. Esther. Esther haben die gesagt. Esther. Elione ist in Esther. So, genau. Elione ist in Esther. Elione ist in Esther. So. Esther, meine Freunde, wer sich gut daran erinnern kann, hat gesagt, mit dem Garten kommen wir nicht nach Esther. Aber es gibt einen Weg. Einen Weg. Die Frage ist, da sehen wir den Weg. Ihr seht, es ist ein langer Weg. Ein langer Weg. Ein langer Weg. Wo ist dieser Weg? Oh nein, du bist nicht auf der anderen Seite. Sag mir nicht, dass du auf der anderen Seite bist. Nein. Nein. Verdammt. Nein, Berge. Berge. Wir könnten ja auch mal noch in die alten Städte reisen. Also weiß ich nicht, ob wir das noch machen. Ich bin nicht so der Fan von diesen alten Scheißzeugs. Aber es gibt. Bin ich jetzt auf der anderen Seite schon? Wo ist denn die komische. Ja. Es gibt quasi. Es gibt quasi. Also ja, zum Beispiel Vin Hill, wo Laguna war, kann man hin. Oder. Dolet könnte man nochmal hin. So die Überreste sehen, was da so Sache ist. Hat sich ein bisschen verändert. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Fisherman's Horizon. Ich hoffe, das ist. Oh ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Ich habe hier übrigens einen Schokoschino, der ist so warm, dass ich nicht trinken kann. Gehen wir, Rino. Wir suchen Elione. Elione führt uns beide wieder zusammen. Sorry, Freunde. Ich kann zurzeit an nichts anderes mehr denken. Als an Renoir. Etwas weit, aber es wird schon. Für mich ist kein Weg zu weit. Nicht hierfür. Aber ich bin auch noch so langsam. Verdammt weit. Hab nie gedacht, dass es so weit ist. Was tue ich hier eigentlich? Nach Esther gehen, um Elione zu suchen. Es gibt gar keine Garantie, dass dann alles gut wird. Trotzdem bin ich hier. Irgendwie habe ich mich verändert. Ein bisschen viel Wasser drin. Und sehr heiß. Was die anderen wohl jetzt machen? Ob sie über mich lachen oder wütend auf mich werden sind? Wer weiß? Was meinst du? Um ehrlich zu sein, ist es mir sehr wichtig zu wissen, was andere über mich denken. Aber ich hasse mich, wenn ich so denke. Da will ich nicht, dass jemand in meine Nähe kommt. Ich wollte meine innere Seite immer verbergen. Squall ist unfreundlich und kaltherzig. Wenn die anderen so denken, komme ich besser zurecht. Das bleibt aber unter uns, verstanden? Renoir. Und weiter geht's. Warum ist das immer noch so heiß? Und nein, das ist kein Stiftebecher und da ist zu viel Wasser drin. Das hat ja ewig gedauert. Schläft unsere Prinzessin noch? Unsere Prinzessin. Vielleicht wacht sie auf, wenn ein Prinz sie küsst. Seid ihr hergekommen, um mir das so mitzuteilen? Du willst noch Esther, richtig? Wir kommen mit. Du kannst zu Hause bleiben, Quizzes. Du bist total unerotisch. Geh weg. Wir sind Edeas Wachen.
Lass uns jetzt los, Squall. Wir sollten jetzt los. Ja, was ist hier eigentlich los? Was wollt ihr in Esther? Ich werde Professor Odüne aufsuchen. Professor Odüne, den Namen kennst du doch, oder? Ja, kenne ich. Ja, kenne ich, aber was wollen wir von ihm? Artemisa lebt noch in mir. Sie kann mich jederzeit wieder kontrollieren. Dann werde ich wieder zum furchterregenden Wesen. Ich will noch leben, ich will mich nicht zerstören. Wenn möglich, würde ich auf die teuflischen Kräfte verzichten. Möglicherweise kennt der Professor eine Methode. Vielleicht kann er mich retten. Verstehe, dann gehen wir alle nach Esther. Ah. Sie sind wieder hier. Sie haben die Umgebung gecheckt. Ja, und weiter? Hi, wie geht's, Squall? Was ist denn los? Was ist hier eigentlich, Party oder was? Schläft Rinoa noch? Flüster. Sieht sie nicht süß aus, wenn sie schläft? Flüster, flüster, flüster. Die Frage ist, wie wir nach Esther kommen. Hey, nicht rot werden. Hey, ärgere ihn doch nicht. Er hört auf, mich zu ärgern. Esther ist auf diesem Kontinent, richtig? Und der Staat soll doch riesengroß sein. Der Witz an der Sache ist, dass wir nichts von Esther gesehen haben. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Mir ist kalt. So. Im Norden und im Süden war nichts. Vielleicht ist im Osten was. Dann nehmen wir mit. Ja, Idee brauchen wir nicht. Die ist aber Level 26. Nice. Hatte ich die von auch mit? Ja, ne? Hab ich noch, haben die noch GF und so? Nö. Doch. Wieso hat die so wenig HP? Mach mal hier. Ach, die hat. Ja, okay. Na gut. Immerhin hat Quistis ordentlich HP. Das reicht. Ich habe Idee jetzt nicht mitgenommen, weil ich jetzt nicht Idee leveln will. Weil ich will ja nicht umsonst irgendwelche Charaktere leveln. Ich sehe ja keine Stadt. Da hinten flackert es aber. Das wird eine lange Reise. Die Musik, die jetzt kommt, die mag ich sehr. Die habe ich eine Zeit lang zum Einschlafen genutzt tatsächlich. Die mag ich wirklich sehr, die Musik. Wir werden dich beschützen, egal was auf uns zukommt. Ja, dann los. Danke, Xel. Aber ich bin nicht hier, um beschützt zu werden. Warum ist das so heiß, Mann? Das ist gar nicht heiß, aber das ist heiß irgendwie. Solange ich Edea bin, ist alles in Ordnung. Aber sobald Artemisa wieder in mich dringt, versteht ihr? Ich bitte euch, mich zu massakrieren. Alles klar. Los jetzt, was macht ihr für Gesichter? Go jetzt. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen. Wir sind doch unterwegs, damit wir glücklich werden. Eine solche Mission hatten wir noch nie. Also Kopf hoch. Jemand hat einmal gesagt, wenn man vom Teufel spricht, kommt er wirklich und holt dich. Ja, nice. Vielleicht bin ich aber abergläubisch, aber seid nicht so pessimistisch. Das hat Squall gesagt? Ja, ich weiß, wen ich hab jetzt. Los jetzt. Nein, das ist nicht die Musik. Die PC-Version hat die Musik geändert und die finde ich nicht gut. Sie ist ähnlich, aber die PC-Musik, wer das suchen will, es heißt, glaube ich, irgendwas mit Salt Flats. Salzfläche quasi. Also Salt wie Salz und Flat wie Flat Armor Pen oder so. Ich glaube, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die Version hört sich aber kacke an. Das macht mich traurig jetzt. Das macht mich traurig. Okay, dich mach ich fertig. Komm her, du komische Mumia. Medica Hast haben wir ja schon. Dann mach mal Hast hier aufs Squall, wir wissen ja nicht. Ich geb dir jetzt. Du Mumien-Ding. Pass mal auf, wenn du jetzt ein Multi abkriegst. Frapp, frapp, frapp. Ah, der ist tot, Alter. Das überlebt er doch nie im Leben. Achso, ich muss noch umkoppeln. Ich habe noch für die Tomberry-Kacke gekoppelt. Frapp. Bada, 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 bada. Weg mit dir. Buah. Alles klar, da lebt noch eine Hand. Ich wollte gerade... Oh, lol, gepeitscht schon eine Hand. Da lebt noch eine Hand.
wollte schon sagen. Zaubersplitter, Lebensring, ja, kennen wir alles, kennen wir alles, kennen wir alles. Level Ups, ja. So, nämlich, ich muss bei Squall, lass mal gucken, Abilities. So, alter Schwede. Rauben wollte ich nämlich wieder nehmen. Wünschelrute, Gegner. Brauchen wir Gegnerreduzierung? Aber wir hauen mal ein paar kaputt. Ja, jetzt kommen echt viele Gegner. Holy shit, so viele Gegner kaputt hauen. Beantwortet mir das jetzt in diesem Video, was quasi erst irgendwie in 2 Wochen bei euch angekommen wird oder so. Alles klar. Also nee, also schon 2 Wochen her ist, sagen wir so. Soll diesmal nur ein Kopf? Gib mir irgendwas. Gib mir jetzt irgendwas, her damit. Clown! Diebstahl fehlgeschlagen. Seufzer. Macht doch keinen Schaden. Irgendwas hat Squall aber abbekommen. Ah ne, ist nur wenig HP. Diebstahl! Pfeife. Gibt der wenigstens XP? Wie viel gibt's so ein Ding? Wir haben 5. Alter, das dauert ja ewig. Oder habe ich das? Nee, stopp. Badab. Warum haben die Musik so kacke gemacht? Das macht mich traurig. Warum ist da oben was, wo ich gar nicht hinkomme? Hä? Wie komme ich da hin? Na, 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 na. Speichern? Speichern ist immer gut. Mir ist das Spiel nämlich schon 3-mal abgestürzt. Warum, weiß ich nicht. Dann musste ich nämlich, und das immer so bei ganz 4 Minuten, wo ich, da musste ich teilweise nochmal neu machen. Muss ich hin. Hä? Ist hier nur speichern? Na, 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 vielleicht links? Ah, ja. Oi! Oi, dich mach ich fertig, Junge. Dich mach ich platt. Barab, bab, bab, bab. Du siehst aber hässlich aus. Was hat der wohl dabei hat? Das ist ein Untoter. Heilzauber und Items sind wirksam. Okay, Item. Heilpotion. Auf den da hinten. Zack. Oi, was? Tot? Phönixfeder. Könnte ich auch mal auf den machen, weil. Phönixfeder könnte reinhauen. Ich will aber noch sehen, was der zu drawen hat. Habe ich noch eine GF nicht gezeigt? Kerberos, glaube ich, ne? Ich will erst sehen, was der an Items hat. Draw. Das ist Kakavita. Kann ich auf den selber zaubern, oder? So, Item Phönixfeder. Auch auf den da hinten. So, und du? Oh, das ist das. Jetzt kann ich kein Dings benutzen. Raum. Phönixfeder? Miss. Fuck you, Miss. Oh, ich mache auch voll wenig Schaden. Töte ihn bitte. Oh. Oh, jetzt wird's aber langsam hier. Megapille erstmal auf dich. Jetzt wird's aber langsam lustig. Phönixfeder passiert. Ich habe nicht gesehen, auf wen. Also das, was der gemacht hat, ist, ihr könnt nicht mal Multi benutzen und macht viel weniger Schaden. Oh nein. Aha. Jetzt geht's. Sumpfuesse. Es gibt auf die Fresse. Zack. Was? Ich mach voll wenig Schaden an dem einfach. Was macht der? Alles klar. Das sieht gar nicht komisch aus. Ich mach voll wenig Damage an dem. Könnte so ein Diabolos funktionieren? Wobei Alexander, der ist doch. Alexanders Licht. Das könnte klappen. Oh, Blende. Blende ist nicht so schlimm. Obwohl, ne, Blende. Obwohl, ne, ist nicht schlimm. GF. Tomberry haben wir noch nicht gesehen, Leute. Tomberry. Und sie kann jetzt mal Tombola gucken. Nochmal. Oh, Megavita. Das ist doch ständig hier drin. Megavita. Holy shit. Komm, gib mir mal ein Megavita. Oh, da ist es. Nein, es geht nur auf mich. Oh, ich dachte, es geht auch auf den Gegner. Oh, kacke. Oh, kacke. Ah, oh, kacke. Ja, vielleicht macht der auch Schaden. Ist ja jetzt Lichtdamage. Vielleicht. Leider kein Anfeuern und der ist
272, also scheinbar nicht. Mega Vita! Hallo! Hallo! Ich will mal rauben. Was hat er denn? Habe ich den schon mal ausgeraubt? Ich glaube nicht. Anti-Z auf wen? Wieso? Der hatte doch nichts, oder? Mist. Wollte schon sagen. Rauben, gib mir was. Her damit! Diebstahl fehlgeschlagen. Warum? Rauben! Gib mir jetzt irgendwas! Kraftreif. Das klingt. Kraftreif klingt auf jeden Fall nach Stärke und Stärke ist immer geil. Ich brauche Stärke-Bonus. Das wäre das Allergeilste. Oh lol, Konfu. Oh lol. Sie dreht sich. Küchenmesser, Leute. Küchenmesser. Oh, nicht mal getroffen. Doink, 152. Ja, aber bei dem macht alles keinen Schaden, Leute. Also, Tomberry macht schon Schaden, Leute. Könnt ihr mir glauben. Aber an dem macht er alles irgendwie keinen Damage. Potion, was? Hä? Achso, die ist ja verwirrt. Oh, sie macht Damage. Sie gibt ihnen eine Potion. Nice. Wir probieren mal Diabolos aus. So, was haben wir noch? GF. Kabunzel, Quelzerkottel, die hatten wir schon. Alle Item. X-Potion gebe ich dem jetzt mal. Obwohl eine X-Potion ist teuer, glaube ich. Kriegt der X-Potion. Vita, Medica, ach nur Kacke. Abaddon. Gucken wir mal, was Diabolos. Ich glaube, der macht gar keinen Schaden an dem. Diabolos ist immer super speziell. An einigen macht er sau viel Schaden und anderen so gar nichts. Bei dem glaube ich, also Alexander hat 72 gemacht, Tombe 150 gemacht. Ich meine, weniger kann er schon fast gar nicht machen, aber guck mal. Frapp. Mist, ja, wohl dachte ich mir. Mann, der ist aber auch wohl ein bisschen tough, wohl. Der ist auch wohl tough. Leviathan. Nee, aber Leviathan brauche ich jetzt nicht. GF. Kerberos. Kerberos Brothers. Rauben. Mist, ich kann aber. Ich Schatten hätte ich machen sollen. Habe ich Schatten? Du machst mal. Mann, ich hab nix. Schatten jetzt. Schatten! Oh, der ist schwarz. Was ist das wieder? Wie viel Schaden hat er gemacht? Ich hab nicht gesehen. Erstmal geben wir dem, machen wir den Status von ihm weg und dann. So, Draw. Medica. Zaubern auf Squall. So. Schatten. Loop. Und go for it. 96? Hä? Aber, ach, weil so ein Unto. 35? Ist der jetzt irgendwie anfällig gegen Zauber oder so? Ich gebe ihm mal eine High Potion. Vielleicht ist er jetzt anfälliger dagegen. Keine Ahnung, Alter. Dieses Ding geht mir richtig auf den Keks. 1000. Ich glaube, der ist jetzt anfällig. Kaputt? Oh, nice. War auch nervig genug, muss ich sagen. Der hat ja gar kein AP mehr abgekriegt. 35? Mistiges Teil. Mistiges Teil. Keine XP, fuck you. Keine Items, ja, weil ich den ausgeraubt habe. Stürmen, HP-Bonus, Körper 40. Gefällt mir. Gucken wir nach. Erstmal kriegst du eine Megapille. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich habe Stärke Plus. Ach, Stärke Plus war es, ne? Ne, Stärke Reif habe ich bekommen. Wo? Stärke Reif, da war nicht Stärke Plus. Wo? Korallensplitter, Elektra, bläh. Kraftreif. Stärke 40, das ist geil. Also das müssen wir uns aufbewahren, das brauche ich jetzt noch nicht. Mega Potion, 8 Stück, wo hab ich die denn her? So, gucken wir mal schnell GFs, was die so gelernt haben. Der lernt noch Magie, der lernt noch das. Hat der hier. So, Mann, der hat nichts Geiles mehr. Das ist kacke. Machen wir mal GF-Magie von mir aus. Behandeln. Abwehr. Abwehr. L-Angriff. Beschützen. Beschützen. Ein Viertel des Schadens. Ein Viertel Schaden des Angriffs.
Ba-da-ba-da-ba-ba. Machen wir mal. Diabolos ist da beschäftigt. Körperbonus. Ja. Nur Kacke, Mann. Stärke 40 klingt gut. Hat die nicht irgendwie... Ich brauche Stärke Bonus, boy. Stärke Bonus. Das ist, was ich will. Ja, nur Kacke, ey. Nur Kacke. Okay. Okay. Fragezeichen. Da ist was. War ein Loch? Hä? Da oben geht's weiter. Wir gehen jetzt hinein. Okay. Alles klar. Gut. Bep. Was ist das überhaupt? Ja, sehe ich aus wie ein Genie? Ja, schon, aber weiß ich nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen nicht, wir fahren. Das ist ein Unterschied, weil ja, ich gehe schon, aber ihr steht nur quasi. Wo wir wohl hinfahren? Nach oben natürlich. Weil sonst würden wir nach unten fahren. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Es gibt auch keine Garantie, dass wir es da erreichen. Trotzdem sieht doch schon mal relativ gut aus, würde ich sagen, oder? Es gibt kein Zurück mehr. Ich kann mit keinem reden. Muss ich einfach nur warten? Fahren wir? Kommen wir an irgendwann? Gestoppt? Sind wir jetzt da? Squall, was wollen wir jetzt? Durch die Tür laufen natürlich. Fragt nicht so dämlich. Nach allem, was passiert ist, überrascht mich jetzt nichts mehr. Ja. Das wisst ihr doch, oder? Zurückfahren. Esther. Wow, Wahnsinn. Mein Gott, was ist das denn? Eine Stadt. Quistest du näher? Ei. Ei. Das, meine Freunde, ist Esther. Sie haben eine hochentwickelte Technik. Sie wissen bestimmt, dass wir hier sind. Vielleicht greifen sie uns an. Seid also vorsichtig. Ausgerechnet jetzt. Das ist äußerst schlecht. Hoffentlich haben die diesmal GFs. Letztes Mal hatten die, glaube ich, keine. Der Dünne und der Riese. Ihr arbeitet an der Lunatic Pandora. Du bleibst und hilfst hier. So an die Arbeit. Hunger. Du da, keine Privatgespräche. Aufgeben nach 3,4 Tagen, was für ein Weichei. Als ich noch jung war, habe ich tagelang ohne Schlaf. Hunger, ich habe Hunger. Bleib an deinem Posten, keine Privatgespräche. Miau, miau. Hunger. Was werden wohl Kiros und Wart machen? Keine Privatgespräche, wie oft soll ich? Hey, Mittag, Zeit zum Essen. Du machst noch weiter. Das hast du davon, wenn du herumalberst. Hey, du Biest, du auch. Es gibt kein Futter, bis du damit fertig bist. Warte doch mal, bis er fertig ist. Ich brauche nur 2,3 Stunden. 2, 3 Stunden.
2, komm rein. Aber seine Arbeit dauert mindestens noch 2-3 Tage. Da gibt's in der Zeit kein Essen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr fleißiger arbeiten. Und er verpisst sich. Alles klar. Pui, pui. Hilf mir kurz, ich komme mit dem Riesen nicht klar. Ich gehe kurz weg, aber macht ja keinen Scheiß. Ihr werdet überwacht. Ich überwache dich gleich. Also geh, du duckelst ein wenig. Kriegst du vernünftig was zu essen oder bist du vielleicht krank oder hast du vielleicht Höhenangst? Hunger, Hunger. Hunger? Haha, nein. Wenn ein Momba Hunger, Hunger sagt, heißt das so viel wie Danke. Aber du bist der Erste hier, der sich Sorgen um ihn macht. Die Mombas bekommen nur halb so viel Schlaf und Nahrung wie wir. Müssen aber dafür doppelt so viel arbeiten. Hm. Das ist bestimmt hart. Viel Glück. Viel Glück. Wenn wir irgendwann hier rauskommen, spendiere ich dir was zu essen und danach gibt's Mittagsschlaf. Hunger, Hunger! Ein Experiment, Experiment! Wir mögen beginnen, oder? Oh. Fehlgeschlagen, oder? Odyne macht wieder irgendeinen Scheiß. Kann ich hier durch die Tür? Nö. Hunger, Hunger! Miau! Was ist? Nicht genügend Werkzeuge? Ich hole sie dir. Warte mal kurz. Irgendwo hier war... Hey, du da hinten. Genau, du da. Hol die Wächter von oben. Sag denen, dass das ein Notfall ist. Jawohl, jawohl. Hm, Notfall. Haben die beiden irgendwas angestellt? Beeil dich. Ach, leck mich. Okay, ich gehe mal kurz. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Hier, fang. Oh, scheiße. Komm hoch, du. Hui. Hui, das war knapp. Ein Glück. Puh. Echt so ein Glück. Puh. Du bist ein wirklich interessanter Kerl. Sowas wie dich gibt es nur selten. Vielleicht bist du der Richtige für unseren Plan. Für den Plan? Ein Plan? Ja, genau, die Esther-Herrscherin Adele, viele Leute sind unzufrieden mit ihr. Noch haben wir zwar kein durchorganisiertes System, aber irgendwann wollen wir Adele stürzen. Adele, die Hexe. Wir wollen der Stadt überhaupt stürzen, sie ist allerdings kein normaler Mensch, sie ist eine Hexe. Mit einem schlecht durchdachten Plan werden wir auf jeden Fall verlieren, daher müssen wir noch warten. Wir Anti-Adels bestehen hauptsächlich aus Experten aus verschiedenen Fachbereichen, daher sind wir gut informiert. Aber wir haben leider keinen anständigen Anführer, so sieht's aus. Wir brauchen jemanden wie dich, der nicht nur an sich denkt, sondern Anführer. Hast du schon Bescheid gesagt? Hey, was macht ihr da? Ihr eckt doch irgendwas aus. Aufhören! Ich mach dich jetzt fertig, Junge! Kaffeeschuss! Bam! Tot! Oh, ein Potion, oder? War aber schwer. Oh, ein AP, der war aber großzügig. Ey, keine Bewegung. Nicht schon wieder. Naja, lässt sich nicht mehr ändern. Ob... Lauf schnell weg. Miau, miau. Ah, oh, Kiros, wart. Gut, dass ihr hier seid. Ach, kommt. Am besten 10 oder 100. Ich würde echt so gerne 100 kämpfen. Also 200 oder so, dann wäre es auch direkt 200 AP. Besser zu zweit als alleine und noch besser zu viert als zu dritt. Wo siehst du hier vier Leute? Siehst du etwa irgendwo eine rosa-rote Glücksfee oder sowas? Ja, ich sehe sie. Meine L, hier warst du, ich bin so glücklich. Das ist die Chance, wir überrumpeln die Wachen und fliehen. Na klar, perfekt. Okay, Jungs, geht's los. Am besten 100 oder 500. 1000. Oh, der ist aber hässlich, mein Gott. Oh, wieso? Ich hab die doch getauscht. Wieso haben die nix? Eisra. Raub. Papapam. Schwarzes Loch zweimal. Ja, nehme ich wohl. Frage ist, wieso haben die nichts?
Ihr habt die doch getauscht, oder nicht? Ausbruch! So, dann gucken, obwohl... Truppe... Ach, leck mich. Ah, diese paar 1 AP da, die sind mir jetzt auch egal. Die Wachen sind abwesend. Das ist unsere Chance. Professor Düne, so oder umrum war vom Mond. Was, so schnell? Das kann ich nicht lesen. Ah, die sind... Was reden sie da? Und die Lunatic Pandora als Krieg... Um die Lunatic Pandora als Kriegswaffe zu benutzen, müssen wir sie in Bewegung setzen. Das war doch ihre Idee. Was ich immer frage ist, wie sie auf solche ausgefallenen Ideen kommen. Längst vergessen habe ich das, oder? Das, ja gut, dann hauen wir mal ab. Geht's hier weiter? Okay. Ba. Hast du extra auf mich gewartet? Ja, natürlich. Was ist denn los? Hunger, Hunger. Pass gut auf dich auf. Gute Heimreise. Mist, ich habe doch versprochen, ein Essen zu spendieren. Naja, wenigstens hat er jetzt seine Freiheit. Ist schon in Ordnung. Er ist auch ein Anti-Adel. Er versorgt uns immer mit den notwendigen Informationen. Nice, thank you there. Wollen Sie uns helfen? Willkommen bei den Anti-Adels. Sie haben ja eben ganz schön herumgetobt. Eigentlich die Gelegenheit, das Labor zu verlassen. Stimmt, was mit dem Professor nicht? Oder hat Adel das Interesse am Labor verloren? Das war wieder der Professor. Er hat etwas Neues gefunden. Ein Forschungsprojekt, das viel, viel kleiner ist als die Lunatic Pandora. Er interessiert sich jetzt für ein Kind namens Elione. Elione? Kennst du sie? Klar, wir sind hier, um sie zu finden. Wo ist sie? Wo ist Elione? Professor Elione weiß bestimmt, wo sie ist. Odina also. Okay, wir müssen zurück. Danke für eure Hilfe, ihr seid ebenfalls von Japan. Ciao. Warte doch mal, du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Sie suchen doch Elione, richtig? Dazu brauchen sie Gleichgesinnte. Zu dritt haben sie gegen Esther, nein, gegen Adele keine Chance. Wie können wir ihnen dabei helfen? Ich gebe ihnen die nötigen Infos. Das ist ein gutes Angebot. Wir brauchen Infos über Esther. Ich will nicht wie letztes Mal in der Stadt gefasst werden. Wort denkt bestimmt genauso. Okay, verstanden. Wir nehmen eure Hilfe an, aber als Gegenleistung werden wir euch Anti-Adels kräftig unter die Arme greifen. Sie heißt Adele. Adel. Du sollst lieber zuhören, wenn andere reden. Meint Wort mit seinem eisernen Blick. Klar spüre ich das. Ich spüre es immer wieder. Aber der Name ist unwichtig. Hauptsache der Mumm stimmt. Das ist nichts unmöglich. Dann ist nichts unmöglich. Irgendwie hast du recht. Keine Ahnung, wovon du redest. Aber ich möchte, dass du uns führst. Es mag zwar egoistisch klingen. Ja. Überlass das nun mehr, aber erst, wenn wir Elione gefunden haben. Ich gehe mal kurz in Odine fragen. Warte also auf mich. Schon wieder. Geantwortet, ohne zu überlegen. Es hat bisher immer geklappt. So wird es auch diesmal sein. Da. Ach, scheiße. Ich bin hier so ein Ding. Niemand hier? Oh. Waffen, erste Ausgabe. Okay. Und weiter jetzt? Wo geht's lang? Oh, Odine. Odine. Professor Düne, wo ist der Elione? Jetzt, sofort. Der sieht aus wie der von Jurassic Park, dieser kleine Dino, dieser Giftspuck-Dino. Ihr seid freiwillig zurückgekommen? Ja, kommt her, das ist nicht vernünftig. Alles klar. Aufs Maul. Oh, ihr habt einen Kerzenständer dabei. Den mache ich platt, den raube ich erstmal aus. Bam, bam, bam. Dynamo-Stein. Mann, die beiden anderen sind halt useless. Die machen nix, Alter. Vielleicht schaffen wir den Schwachen da kaputt zu machen. Alter, ich geb dir jetzt so einen Schatten ab, Alter. Ich kann den komischen Kerzenständer nicht angreifen. Bam! 1900, weg damit. Zack, zack. Oh, schaffen wir den auch? Oh, Schrotflinte. Ey, so eine Schrotflint-Pickaxe, die ist schon echt nice, Alter.
Rauben und weg. Rauben und weg. Potion, AP. Ihr möget mich stören, oder? Elione ist mir nicht bekannt, oder? Gelogen habe ich. Mir ist Elione bekannt, oder? Ganz schön räudiger Dude. Was? Hey, warte, Felix. Wo zum Teufel ist Elione? Hey, du Penner, ey. Hey. Ey, du Pfeifenkopf. Also, wo ist Elione? Ey, du bleibst hier. Ah. Hey. Hey, warte, sag mir wo. Im O-Labor, oder? Elione hält sich dort auf. Halte sich dort auf. Er meint das Odyne-Labor. Um dorthin hinzukommen, müssten sie dies, dort, dann, danach und darüber. Okay, ich verstehe überhaupt nichts. Geh raus, du machst das schon. Ah, ich wollte noch den Drop-Punkt haben. Ach, verdammt. Wir sehen uns bald wieder. Viel Glück. Passen Sie auf sich auf. Na gut. Hier sind wir doch richtig. Es ist ein bisschen eigenartig. Ups, wo ist er denn geblieben? Ich denke, dass er uns gerade sucht. Naja, normalerweise springt man nicht aus einem fahrenden Wagen. Naja, ich hätte es eilig. Okay. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ja, bla 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 bla. Oh, da kommen Gegner. Ja, ich werde dich. Am besten brauche ich Multi. Ich muss mich selber schwächen. Kann ich eine Granate machen, sind die alle weg. Da sind diese schwach. Oh, Eisenschneider. Wer ist das denn wohl? Fuck. Ich muss sagen, dass ein paar Sounds oft in der PlayStation-Version besser sind. Also ich muss sagen, in der PlayStation-Version, da hört man richtig das Schlitzen so. Ein richtiges, da ist das Feeling dabei, ja. Meine Gegner sind tot, das gefällt mir gut, aber da ist ein richtiges Feeling so. So, was ist denn das? Eigenartig, hinsetzen. Also das ist schon so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen die PC-Version. Eigentlich sollte auch die PC-Version geiler sein, oder? Oder eventuell mussten die einige Sachen rausnehmen, weil die vielleicht so mit irgendwelchen Rechten oder sowas zu kämpfen hatten, keine Ahnung. Aber, I don't know. I don't know. Hui! Esser Soldat. Ja, mein Gott. Weißt du, wenn die wenigstens so 5 Dinos oder so schicken würden, ne? Irgendwas mit ein bisschen Anspruch und nicht immer so ein Kack. Ah, ja, hier Schatten. Verwamm, weg. 3000. Ich wollte schon sagen, der überlebt. Und nochmal Schatten, so. Bababam. Zwei AP, lächerlich. Elione! Elione, Elione! Scheiße, sie hört mich nicht. Hey, Elione. Blub, 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 blub. Error. Hast du überhaupt einen Plan? Nein. Blub, 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 blub. Error. Fuck, Mann. Hast du überhaupt einen Plan? Nein, habe ich offensichtlich nicht. Was soll ich denn machen? Fuck, Mann. Elione, 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 Elione. Achso. Mann, scheiße, was mach ich denn jetzt? Hä, muss ich? Hier vielleicht? Blub, 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 blub. Oh, nice. Klaus und Riegel. Oh. Na, 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 na. Hey du Azel, komm her. Bist du ein alter Mann? Lass dich nicht zu lange warten. Elione! Was ist hier? Aber niemand kann sehen, okay. Elione, Elione!
Elione! Onkel Laguna! Ich hab dir versprochen, dich zu retten. Retten zu kommen. Knuddel, 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 knuddel. Aber wenn ich ein bisschen spät war. Auch wenn ich ein bisschen spät war. Squall ist auch wieder zurück. Was kommt denn da? Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Raumschiff. Ein Panzerwagen. Alles klar, der... Okay. Die Hexe der? Ja, führen Sie uns zu Professor Düne. Erzählen Sie uns zuerst, was Sie hier wollen. Gut. Ich will Elione sehen. Wo ist sie? Elione? Langsam, Squall, überlass das mir. Steigen Sie bitte ein. Ich dachte, du wolltest erst hören, was wir wollen. Aber okay, na gut, dann nicht. Dann nicht. Düp. Die Musik ist total verdummt. Die ist so verdummt, wie sie ist. Das ist Wahnsinn! Wir erreichen bald die Residenz. Wie viele Zimmer es wohl hat? Ich habe noch nie so ein Gebäude gesehen. Ist auf jeden Fall wohl groß. Dude, hier sind überall Droppunkte. Holy shit, man. Deswegen bin ich hier. Oh, wenigstens hat sie schon alles erzählt. Nice. Ich brauche dazu ihre Hilfe. Sie könnten mir helfen, die Hexe der Zukunft aus mir zu vertreiben. Das sei einfach, oder? Oh, Odüne. Da ist ja der Dino wieder. Man müsse nur die beiden trennen. Nichts sei dem Odüne unmöglich. Ich bitte sie darum. Du willst Elione sehen? Wo ist sie? Wir müssen sie sehen. Ihr habt keine andere Wahl. Wenn nicht, werde ich... Ihr wolltet mich zur Geisel nehmen? Ihr seid des Wahnsinns. Das ist mir egal. Wo ist Elione? Man möge ihm die Erlaubnis erteilen. Odüne werde ihm dies erlauben. Verstanden. Es sei nur unter einer Bedingung. Odüne möge dieses Mädchen beobachten. Was meint ihr? Wir müssen sowieso Vorbereitung treffen, um Elione zu besuchen. Währenddessen dürfen wir das Mädchen beobachten. Einverstanden? Akzeptiere es, Squall. Rührt sie aber bloß nicht an. Wer? Denken Sie aber an Ihren Kopf ab. Wo muss ich jetzt? Was ist jetzt hier? Sache, hä? Ja? Sie können sich das Land anschauen. Die Vorbereitungen müssten zu Ende sein. Gehen Sie bitte zum Luna Gate östlich der Stadt. Nach der Herrschaft der Hexe haben wir 17 Jahre lang versucht, die Harmonie zwischen Mensch und Technik zu erhalten. Ich hoffe, Sie fühlen sich blablabla. Okay. Das Mädchen bringen wir dorthin. Machen Sie bitte keine Gedanken. Gehen Sie zum Luna Gate. Ja, ich hab's verstanden. Luna Gate. So, wir gucken erstmal. Wir haben. Eigentlich muss ich mal gucken, dass ich meine Waffen ausbastle. Ich habe jetzt schon wieder eine neue Ausgabe bekommen: Dynamo-Stein. Waffen August. Löwenherz. Das, meine Freunde, ist die Waffe, die alles vernichtet. Und das ist jetzt kein Spaß. Die Gunblade ist eine Waffe, die Eigenschaft von Schwert und Pistolen sich vereinbart ist. Löwenherz ist die stärkste Gunblade. Es ist sehr schwer, Bauteile dafür zu finden. Adamantine habe ich schon. Drachenzahn habe ich, glaube ich, einen. Habe ich den, glaube ich, aufgelöst. Habe ich den, glaube ich. Scheiße. Oder war es ein Feuerzahn? Pulsar-Munition, Leute, das wird schwer. Waffen, Windmühle, Phönixring, Forstreif, Energiekristall. Das klingt alles mega verdummt, Alter. Exeter, Dino-Knochen, Mondstein, Sternensplitter. Holy fuck, man. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles herkriege. Ich hab nur Bullshit. Kiefer-MG. Hier. Yeah. So, gehen wir zum Luna Gate oder schauen uns die Stadt an? Wir können uns erstmal die Stadt ein bisschen anschauen. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wo wir hingehen. Es gibt hier irgendwo eine Shoppingmeile. Das ist verkehrt. Boah, eigentlich müsste ich mir die Stadt angucken, das ist wichtig. Aber nee. Eigentlich wäre es aber, glaube ich, wichtig. Wir laufen mal so ein bisschen durch die Gegend. Eigentlich war da drin Speicherpunkt. Alles klar.
Okay. Die Residenz. Da, da, da. So, jetzt ist die Frage. Diese Stadt ist so kernverdummt. Niemand kann ziehen. War ich da nicht vorhin schon? Niemand kann ziehen. Habe ich niemanden, der drawt, oder habe ich einfach alles schon? Das ist jetzt nämlich das Ding, Leute. Hier gibt es nämlich... Man kann mit diesen Dingern reisen, aber... Ich glaube, ich laufe einfach mal zu Fuß, damit ich ungefähr weiß... Das verkacke ich eh, aber es wäre echt interessant, Alter. Das ist nämlich diese Stadt. Wer schon die andere Stadt meinte, wäre schlimm. Die war nämlich nicht mal schlimm. Der hat noch nicht diese Stadt gesehen. Hier ist einfach absolut kernverdummt. Und ich weiß auch nicht, ich müsste mir eigentlich so das alles merken. Hier ist die Shoppingmeile. Hier gucken wir jetzt mal. Willst du einkaufen? Jawohl. Online-Shopping. Rinrins Zoogeschäft. Ja, da gehen wir doch mal gucken. Heute Schlussverkauf. Oh, das klingt gut. Kaufen. Oh, Stärkebuch. Stärkekopplung. Ah, Stärkekopplung ist jetzt nicht so geil. Außerdem kostet das 10.000. Vergiss mal nicht. Gear-Ability kann gelöst werden. Stall. Mein Hund Nummer 5, mein Hund Nummer 6. Gefällt mir. So. Clouds Laden. Heute Schlussverkauf. Ah, auch. Nice. Munition. Flammenmunition. Kaufen wir mal so ein bisschen. Blub, blub, blub. Teufelsmunition. Kaufen wir auch mal so 10. Johnnys Laden, Itemhändler. Wir haben geschlossen, kommen Sie morgen wieder. Dein Ernst? Zählen immer geschlossen oder soll ich wirklich morgen wieder kommen? Heute Schlussverkauf. Wow, nice. Revolver, fuck you. 144. Zell. Mann, ich habe einfach nichts. Ich muss echt Sachen sammeln. Buchhändler. Bitte sehr. Heilpauschen. Wow, gib mir noch mal was. Was für ein Buchhändler ist denn das, der mir Sachen schenkt? Heute Schlussverkauf. Oi. Beat them up. Das sind Waffenmagazine. Badababa. Fehlt mir noch irgendeine Waffenausgabe? August oder so? Ich kaufe mal einfach alle hier. So, und den letzten noch. Cheryls Laden. Wir haben heute geschlossen. Ach, leck mich. Dann komme ich morgen wirklich wieder. Ja, Ende. So, wir gucken jetzt erstmal. Ja, ist ja gut. Gucken jetzt erstmal hier die ganzen Beat-Them-Up-Dinger durch. Mein Hund, Waffenmärz, bla 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 bla. Waffenmai. Falls ich irgendeinen Waffen vergessen habe. Geschicksbuch. Beat-Them-Up, da haben wir schon eins. Da war der Meteorwurf. Beat-Them-Up 2 hatte ich schon. Habe ich nochmal gekauft. Waffenausgabe, erste Ausgabe, die hatte ich. Mein Hund Nummer 5. XX-Suche, okay. Dynamo-Stein. Mein Hund Nummer 6. Mann, ich weiß nicht, wie ich das auswählen soll. Sternschnupper. Das macht, glaube ich, einen unsterblich. Das ist ziemlich OP. Waffen-Juli. Das sieht neu aus. Die habe ich noch gar nicht. Spaltlanze, holy shit. Waffen-August. Hä? Vergehen und Strafe, waren das dieselben? Nee, Spaltlanze, Dino-Knochen, Küchenmesser, Sternsplitter, Krötenpanzer, Schraube. Ich glaube, das habe ich immer noch nicht alles. Beat'em Up 1, Delfinschlag. Beat'em Up 3, Meteorballert. Mann, ich muss Sachen suchen, Items. Ich guck noch mal ganz kurz einmal, ob ich jetzt von den anderen Waffen was habe. Itemhändler, Schrotthändler brauche ich da. Heute Schlussverkauf. Nice. Irre. Jetzt ist hier nämlich alles fucking freaking shit. Badabab. Immer noch nichts. Leckt mich doch. Wieso war eigentlich bei den anderen so wenig Waffen? Muss ich mir die komplett angucken, diese Ausgaben? Damit ich alles sehe, was für Waffen. Hier gucken wir mal durch. Hier. Das sieht krass aus. Bla 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 bla. Badabab. Dynamo-Stein. Davon habe ich doch einen gekriegt, oder? Eisenrohr. Ja, ist egal. Wir gehen jetzt weiter. Leck mich. Leck mich. So. Die Frage ist... Was ist die Frage?
Na, 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 na. Fette Stadt. Das ist wirklich eine gigantische Stadt. Eigentlich müsste ich mir die Stadt mehr angucken. Verdammt. Wollen Sie den Fahrstuhl benutzen? Ja. Alles klar. So. Erstmal speichern. Speichern. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und auf Wiedersehen.